Oh, please be fucking leave. Hello? Das ist zu nah. Oh mein Gott, ich kotze. Ah, hello? 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 Meine Kinder, herzlich willkommen zu wieder einem sehr interessantes Video. Aha. Erstens, wenn du gerade im Pyjama, Traineranzug oder einfach in Unterwäsche bist, wie kannst du es wagen, so bürgerlich vor deiner Königin zu sein? I don't understand. Geh dich besser anziehen, honey. Und zweite kleine Sache, die ich euch sagen muss. Vor kurzem war ich in einer Tankstelle, okay? Danke. Die Verkäuferin schaut mich ins Gesicht und sagt, oh mein Gott, Rafa. Ich so, hello, hello, hello. Und sie so, oh mein Gott, du siehst so viel besser aus wie auf deinem YouTube-Kanal. Ich so, mein Kind, soll das ein Kompliment sein? Wie sehe ich dann auf meinem YouTube-Kanal aus? Ja, nicht so gut. Ich so, nennst du mich gerade Ratte? Disgusting, a piece of shit. Because guess what, honey? I am eine Ratte. And I am die Boom-Boom-Abfalltonne. Aber das musst du mir doch nicht ins Gesicht sagen. Sag einfach, du siehst toll aus. Auf jeden Fall, eure Lieblings-Fashion-Icon ist wieder im Haus. Ich weiß, ich mache momentan so viele Reaktionsvideos, honey. But guess what, honey? Ich denke, das ist sogar das letzte Video, das ihr in diesem Zimmer sehen werdet. Momentan, ich sehe so viele Juice. Videos und ich habe gerade ein Video entdeckt von einem Typ, der sein Auto ballert, bohrt und den Öl wechselt. What the fuck? Ich habe es gesehen und ich habe gedacht, das ist doch super passend für YouTube, oder? Familienfreundlich, kinderfreundlich, alles freundlich. Ich meine, wir nehmen jemand, das mit Objekten kuschelt. Ich würde sagen, anstatt der CO2 meine Kinder, anstatt unnötige Sauerstoff zu verschwenden, fangen wir direkt mit das Video an. Okay. My name is Nathaniel. I'm 27 years old. Hi, Nathaniel. Yeah. And I'm in a serious relationship with my car. Was macht er mit dem Lenkrad? Yeah. Mein Gott, er ist 27, er ist so alt wie ich. Er so, hi, I'm Nathaniel. Ich so, hi, ich bin Raffaella, aka Raffas Plastic Life. Und ich habe eine Beziehung mit meinem Birkin Bag. Ich so, lutsche an den Henkel. Wieso war er überhaupt unter das Auto? Hat er seine Hosen angehabt, wenn er unter das Auto ist? Gibt es Löcher unter das Auto? Ich weiß, es gibt ja hinten die Auspuff. Aber da müsstest du so ein Ding haben, ne? Ah, PS, wir machen keine Späße auf Leute, die einfach Objekte anziehend finden. Das ist ja auch ein Geschmack, ist auch ein Fetisch. And we love everybody. Ich versuche einfach nur zu verstehen. Dieses Video ist eigentlich eine Dokumentation, um verstehen, was läuft. Period. Handsome man. Nathaniel is in a committed relationship with a car. In eine feste Beziehung sogar. He's named Chase. Chase, he met Chase in a resale lot about 5 years ago. I love you, baby. I love you, baby. It was love at first sight. Das hat mir seit langem niemand mehr gesagt. I love you, hab ich. Jetzt fange ich an zu heulen. Dann habe ich letzte Mal, ich liebe dich gehört. Wow, wow, wow. Oh mein Gott, ich hasse mich selber. Wann hat mir, ich war noch mit David zusammen, dann das war vor 5 Jahren. I guess I'm a piece of shit, honey. Seit 5 Jahren ist in einer Beziehung der Typ Chase. Sein Auto ist nicht eine Frau, ist ein Mann. Also unsere Nathaniel ist homosexuell. We love homosexuelle Männer. LGBT, yes God, honey, work. Bedeutet das, dass der Auto ihn auch zu viele Fragen. Es tut mir leid. Body and then his interior and everything just together just seemed to fit. And I just felt an instant connection. Nathaniel's obsession first developed as a teenager when he would build model cars. But he didn't find true love until he met Chase. I find this part of him the most sexy just because of the subtle lines and curves. I'll give him a kiss here. Wie kannst du einfach eine Ritze sexy finden? Wobei, okay, I can imagine. Ich verstehe, dass du Objekte magst. We love that for you. Ich finde es ganz toll. Ich finde es wirklich super toll. Bei uns Menschen mit absolut keinem Geschmack. Wir zum Beispiel Frauen, wenn wir heterosexuell sind, wir mögen Männer. Und schon hier ist problematisch, okay? Weil, Kotze. Das ist ein größeres Problem wie das Auto, okay? Aber meistens, du guckst jemand und du bist angezogen zu dieser Person, okay? Bei Menschen, du kannst
kannst nicht auswählen, wer du lieben wirst, okay? Du kannst sagen, schön, du siehst wie scheiße aus, ich will dich nicht anfassen, zum Beispiel. Oder du kannst sagen, ich muss nicht kotzen, wenn ich dich anschaue. Probieren wir das doch mal aus. Bei uns Menschen funktioniert ungefähr so. Bei Gegenständen, du kannst ja eigentlich den Gegenstand aussuchen, den du möchtest, weil das Gegenstand kann dir nicht sagen, so, nein, ich finde dich nicht schön und so. Wieso hast du keine Lamborghini? Okay, Cash, I understand. Aber wenn ich ein Leben lang mit einem Auto zusammen sein möchte, vielleicht irgendwann Kinder kriege und Kinder sind eigentlich Babysauto, die mit der Batterie drin, wo für Kinder wohl rausmachen werden und haben sollen. Möchtest du nicht ein Auto, die ein bisschen auch schön ausschaut? Ich bin verwirrt. Bin ich zu materialistisch und zu oberflächlich? Sehr wahrscheinlich. Was habe ich da gedrückt? Mein Gott, ich hasse mich. Nur so, würde ich jetzt für immer mit einem Auto zusammen sein wollen, ich würde eine Porsche Panamera wahrscheinlich als Ehemann nehmen. Es gibt Leute, die bodenständig sind. Ich verstehe diese Bodenständigkeitssache nicht, weil wir sind nur einmal auf dieser Erde. Und wieso soll ich happy sein mit durchschnittlichen Sachen, wenn ich teurere Sachen haben könnte, die sogar hübscher sind? I don't understand. Bist du bodenständig? Toll für dich. I am not. Rafa's Plastic Life macht sich jedes Mal sympathischer. Bitte ist die Wahrheit. And just kind of caressing down the side. Okay, er streicht. My initial reaction was, I was kind of shocked. It was kind of weird. Mein Gott, die Wege bewohnen. Hard to understand. Ich bin ein bisschen schockiert. Alright, honey. Wie kannst du some cases include attractions to a rollercoaster, elevator and the Eiffel Tower. Ich kann verstehen, wenn du die Eiffel Tower anziehend findest. Ist ein sehr großer Gegenstand, der so ist. Mit einer guten Spitze, you know. Aber wie kannst du einen Aufzug sexuell erregend finden? Einen Aufzug. Fragen über Fragen, die ich niemals verstehen werde. Zum Beispiel, wieso ist dieses Zimmer so dunkel? Verdammte Scheiße. Ah, oh, ist das besser? Ah, sogar eine kleine Lichtlein. Kommt ein Lichtlein her? I don't understand, honey. But guess what? Ich muss auch nicht verstehen. Toll. Usually for his birthday, I try to do something special for him, too. His favorite day would be going to the lookout area. Just lean against him a little and just be with him, mainly. Das Auto hat keine Augen. But Nathaniel's relationship with Chase goes beyond dates and presents. What? We have our times when we get sexual. Does that feel good? Rede nicht mit dem Auto. Wie soll es sich anfühlen? Sie spürt ja nichts. Love you, baby. Boah, diese, wenn zu das Auto Love you, baby sagt. Mein Gott, sogar mein Telefon schuck. Ich finde, das ist so süß. Ist so verliebt. Ist ein Auto, aber egal, wenn happy ist. Das ist so schön. Wann hast du zuletzt mal jemanden wirklich, ich liebe dich, gesagt und du hast das gemeint? Ich habe das nur zweimal in meinem Leben gesagt. Also zu zwei Menschen und ich meinte das auch. Wie schön, ist verliebt, ist happy. Kann sein Pipi an das Auto reiben. Kann den Lenkrad anfassen und Sachen machen. Sein Liebesleben ist auf jeden Fall besser wie mein Liebesleben. Und das ist problematisch. Eine Ikone unserer Zeit. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach happy für Nathaniel. Nathaniel ist eigentlich der richtige Mann. Period. Beste Mann. Ganz ehrlich, denkst du, das Auto kann Nathaniel betrügen? Of course not. Denkst du, das Auto wird Nathaniel schlecht behandeln? Of course not. Sie werden vielleicht ein paar Streite haben, wenn das Auto zum Beispiel sagt, du musst mein Öl ersetzen, du musst die Reifen ersetzen. Dann es gibt Streit, ja, weil muss bezahlen. Dein dummer Mann, das du zu Hause hast, der Typ betrügt dich, behandelt dich schlecht. Ganz ehrlich, ein Auto ist viel besser wie der Arschloch, das du zu Hause hast. Ende zum Period. Hey, Paula, geh endlich. Wenn du Paula heißt und dein Mann ist und du hörst das von mir und wir kennen uns gar nicht, you must go. Ciao. Rafa's Plastic Life, being a Therapeutin since 1992. Ich habe so Spaß gehabt bei diesem Video. Actually, amazing. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns ganz, ganz bald mit wieder einem beschissenen Video, honey. Vergiss nicht zu abonnieren, weil ich brauche 1 Million Followers plus. Ich muss wirklich langsam diese Versace-Teller kaufen. Ich sollte sie einfach kaufen. Einfach nur kaufen, weil dann vielleicht werde ich auch happy sein. Ich denke nicht. Goodbye. Bis ganz bald. Boba. De Dua. Der Ghetto.